Willkommen bei Altenheim TV. Der Personalmangel in der Pflege ist in aller Munde und es vergeht kaum eine Woche, in der die Medien nicht über Potenziale ausländischer Mitarbeiter berichten. Die Deutsche Seniorenstiftgesellschaft hat sich klar dafür entschieden, ausländische Pflegefachkräfte einzusetzen. Dafür hat sie eigens eine Stelle geschaffen, nämlich die einer Integrationsbeauftragten für ausländische Pflegefachkräfte. Für dieses Projekt hat die DSG nun den Altenheim Zukunftspreis 2013 gewonnen. Stellvertretend für die Integrationsbeauftragte Mandy Lederbohm begrüße ich Renate Lasinski, Assistentin der Geschäftsführung Pflege der Deutschen Seniorenstiftgesellschaft in Hannover. Hallo Frau Lasinski und herzlichen Glückwunsch zum Altenheim Zukunftspreis. Könnten Sie uns etwas über die Projektziele erzählen? Ich heiße Sie auch willkommen, freue mich, dass ich hier sein darf, möchte an dieser Stelle auch gerne nochmal Frau Lederbohm gratulieren, die nun leider nicht da sein kann und wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet hat und hohen Einsatz gezeigt hat, dass dieses Projekt so erfolgreich auch begonnen hat und hoffentlich auch so weiterführt. Die Ziele sind in erster Linie natürlich die Sicherung der Fachkraftquote und der Qualität. Dazu gehört natürlich im Nachgang dann, dass die ausländischen Fachkräfte sich wohlfühlen, dass sie möglichst schnell auch auf einem sprachlichen Level sind, damit die Bewohner sie verstehen und auch umgekehrt, dass die Fachkräfte sich hier auch im täglichen Leben wohlfühlen und möglichst bald einsatzbereit sind. Und wie kann ich mir die Tätigkeit einer Integrationsbeauftragten vorstellen? Ist das mehr ein Verwaltungsjob oder eher der eines Streetworkers? Es ist eigentlich eine Mischung aus beiden. Es ist ganz, ganz viel Improvisation. Frau Lederbohm ist an für sich eine Mutti im Ausland für unsere Fachkräfte, die wir aus dem Ausland geworben haben. Sie ist ständiger Ansprechpartner, sie ist wirklich rund um die Uhr erreichbar. Sie begleitet die Fachkräfte ganz, ganz viel in den ersten Wochen, aber auch später noch. Ja, und wie gesagt, es ist ganz viel Improvisation. Behördengänge, sie zeigt ihnen die täglichen Einkäufe, wie erledige ich das, wie komme ich an meine Krankenversicherungskarte, wo finde ich einen Hausarzt, es ist wirklich ganz, ganz viel. Nicht nur der Bereich Pflege, sondern ganz wichtig auch, wie kommen die hier an, dass sie sich erstmal wohlfühlen. Sie unterscheiden diese Tätigkeit, das Arbeitsfeld, in drei Phasen. Könnten Sie uns die ganz kurz erläutern? Ja, die erste Phase ist eigentlich der Erstkontakt. Findet meist dort direkt im Heimatort statt, ist Frau Lederbohm hingeflogen ganz viel, hat da den ersten Kontakt hergestellt. Auch dort wurden schon die Arbeitsverträge unterschrieben. Die zweite Phase beinhaltet dann erstmal die ersten Wochen in Deutschland. Was ich eben schon so ein bisschen angerissen habe, Stadtbesichtigungen, abholen am Flughafen, Wohnung besorgen, eventuell für den Partner einen Arbeitsplatz suchen, manchmal bringen die Familie mit, dann kümmern wir uns darum, Kita-Plätze zu besorgen und ganz, ganz viel mehr. Die dritte Phase ist dann diese Anerkennungsphase, die beinhaltet, dass die Fachkräfte die Anerkennung bekommen als Fachkraft in Deutschland. Die Voraussetzung ist meist der B2-Abschluss des Sprachkurses. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt durch diese Maßnahme schon gewinnen können? In Vergangenheit waren es 4 ungarische Fachkräfte und 14 spanische Fachkräfte. Und was würden Sie so abschließend sagen, wie lautet Ihr Resümee? Ist es erfolgreich, so eine, ja eigens eine Mitarbeiterin für die Integration einzusetzen? Ich glaube, es wird nicht anders gehen. Es ist, wie ich schon in Schilderung eben sagte, sehr, sehr umfangreich. Es ist ein Vollzeitjob. Frau Lederbohm ist wirklich gar mit Vollzeit beschäftigt. Und nur so geht es eigentlich, dass man Erfolg hat. Und unser Resümee ist, wir möchten es auf jeden Fall weiterführen. Wir haben für nächstes Jahr 30 Fachkräfte geplant, die aus China kommen, aus Bosnien, auch aus Spanien. Insofern kann ich nur sagen, wir finden es toll, es ist eine Bereicherung. Der Kulturaustausch ist einfach spannend. Der wirtschaftliche Hintergrund zeigt sich leider dann erst in vielleicht 2 Jahren. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Okay, danke, Frau Lasinski.